In Paris ist erstmals eine Gegenbewegung zu den Gelbwesten auf die Straße gegangen. An der Kundgebung der sogenannten Rotschals nahmen rund 10.000 Menschen teil, um gegen die Gewalt bei den Gelbwesten-Protesten zu demonstrieren und ihrem Unmut Luft zu machen. Was mich stört, ist die Respektlosigkeit bei den Gelbwesten-Protesten. Die Gelbwesten sind in den Medien immer präsent und man redet nie von denen, die nicht mit ihnen einverstanden sind. Die Gelbwesten haben auch an diesem Wochenende wieder landesweit gegen den Reformkurs von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Am 11. Protestsamstag in Folge hat die Bewegung 69.000 Franzosen auf die Straße gebracht. Dabei kam es erneut zu Ausschreitungen in mehreren Städten.